anders, weil er, ich sag mal, etwas erdnah ist. Wenn man auf andere Sponsoring-Kongresse geht, dann sind die doch, ich sag mal, in der Regel sehr marketinglastig und sehr marketinggetrieben. Und das ist einfach eine andere Sprache, als wenn man sich beispielsweise mit der Wissenschaft unterhält und den Dingen etwas mehr auf den Grund geht. Insofern ist es schon ein besonderer Kongress. Ich glaube, dass es eine gute Mischung ist zwischen Praktikervorträgen und zwischen wissenschaftlichen Vorträgen. Ich glaube auch, dass die gestern der Donnerstag ein sehr, sehr guter Tag, abends noch so zwei Veranstaltungen, also Donnerstagabend, Mittwochabend, also insgesamt, glaube ich, zeitlich und eine gute Mischung von den Themen. Sehr viele mittlerweile internationale Kongresse, die sehr stark auf den Markt orientiert sind, wo Vermarkter, Medien, Unternehmen, Marken zusammenkommen. Es gibt aber sehr wenige Kongresse, wo eigentlich eine gute Mischung zwischen Studierenden, Absolventen und Praktikern zustande kommt. Und da, glaube ich, hat die Sporthochschule einen ganz idealen Mix gefunden, thematisch wie auch von den Teilnehmern her.